Dennis, du kennst am 12. Oktober. Ja. Gegner, Mehmet Balic. Ja. Was weißt du über ihn? Ich weiß über ihn, dass er ein schneller Kämpfer ist. Er ist sehr flink, hat allerdings seine letzten zwei Kämpfe schnell verloren. Aber trotzdem würde ich ihn deswegen nicht unterschätzen, weil er natürlich was zu beweisen hat. Er will seinen nächsten Kampf wahrscheinlich auf jeden Fall gewinnen. Und deswegen werde ich ihn auf jeden Fall ernst nehmen. Er ist die letzten zwei Kämpfe schnell K.O. gegangen. Ich denke gegen Dalla Morina und bei Defenders of Sea. Strebst du auch ein K.O. an? Ich strebe auf jeden Fall ein K.O. an, aber werde auf jeden Fall versuchen, über die Zeit zu kämpfen. Also ich trainiere über die Zeit, über 5 Runden. Und wenn das K.O. sich ergibt, dann wird es natürlich passieren. Du kommst ja ursprünglich aus dem Amateursportbereich, also Jiu Jitsu, Pointfighting, Gleichkontakt, glaube ich. Genau. Ja. Hast große Erfolge feiern können. Das ist jetzt dein wievielter Profikampf? Mein zweiter Profikampf. Allerdings habe ich 200 Semikontakt-, Gleichkontaktkämpfe, habe jetzt 8 oder 9 Vollkontaktkämpfe, habe einen Pro-Am-Titel im Vollkontakt in der ersten Runde durch K.O. erreicht und habe auf jeden Fall eine technisch hohe Vielfalt da reinzulegen, da ich natürlich vom Semikontakt und Leichtkontakt komme und viel Jiu-Jitsu auch. Was ist für dich der größte Sprung zwischen Semikontakt, Kickboxen und der Geschichte im Vollkontakt im Ring zu stehen? Wo sagst du, wo kannst du unterscheiden? Was unterscheidet sich im Training? Im Training unterscheidet sich eigentlich nicht so viel, nur dass ich jetzt mal endlich durchkämpfen kann aufs K.O. Also im Semikontakt und im Leichtkontakt habe ich viele Leute immer K.O. geschlagen und da war es nicht toleriert. Und jetzt kann ich halt Gas geben. Steht neben dem Kampf gegen Balic bei der Muskelkater Fight Night noch was anderes an in dieser Richtung? Falls ich gewinne, habe ich direkt im Dezember einen Kampf. Ansonsten muss ich mal gucken. Ist dann Semikontakt Bundesliga. Ja, ansonsten stehen andere Sachen an, wie nächstes Jahr. Es sind ja viele Events da. Ich will nächstes Jahr auch versuchen, MMA zu kämpfen. Im Jindo-Jutsu bin ich dabei, im Semikontakt bin ich dabei. Also ich setze nicht nur auf eine Sache, sondern ich bin Mixed Martial Artist so ungefähr. Also ich mache schon viel und man sollte sich auch nicht auf einer Sache ausruhen. MMA klingt sehr interessant. Kannst du schon was verraten, was im Dezember für dich ansteht? Im Dezember hätte ich einen K1-Kampf, allerdings keinen Titelkampf, sondern erstmal einen allgemeinen Kampf. Jetzt nichts Großes. Einfach wieder um ein paar Kämpfe zu machen. Okay. Wenn wir sagen MMA, nächstes Jahr. Hast du da auch schon bestimmte Ziele? Hast du da schon was angepeilt, was dich interessieren würde? Naja, also ich habe im Iran vor 2 Jahren circa habe ich die Weltmeisterschaft gewonnen, Jindo-Jutsu, Light MMA, also Vollkontakt nur auf dem Boden, nicht mit Nachschlagen, sondern auf dem Bodenhebel. Da habe ich die Weltmeisterschaft gewonnen und naja, gucken wir mal, ich fange unten an. Ich will nicht direkt einen Profikampf haben, ja, also ich will erst mal ein paar Kämpfe, um reinzukommen. Mal gucken, wie es ist und ja, dann werde ich Gas geben. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg. Ich hoffe und ich glaube, wir sehen noch einiges von dir. Die letzten Worte gehören dir, wenn du noch einen Gruß an Mehmet loswerden möchtest oder einen Sponsor dann und dann hast du jetzt die Gelegenheit. Also Mehmet, ich freue mich auf jeden Fall, dich im Kampf zu sehen. Ich strebe 5 Runden an und wünsche dir alles Gute und wünsche einen guten Fight.